Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte diesmal Post aus Amerika, denn ich war auf der Suche nach einem ganz bestimmten Planner, wie man hier vielleicht sehen kann. Es geht um ein Heidi Swap Large Memory Planner mit goldenem Glitter. Und der ist nun angekommen und den wollte ich mit euch auspacken. Bestellt habe ich bei Craft Fancy Shop. Genau, das war der einzigste Shop, den ich gefunden habe, der diesen Planner noch hat. Also, fangen wir mal an. So. Auf jeden Fall ist der super verpackt. Hier, schöne dicke Blasenfolie. Und dann packe ich mal das gute Stück aus. So, hier sehen wir das gute Stück. Also, so einen habe ich noch nie gesehen. Komplett in Gold mit Glitzer. Super verpackt. Genau, den machen wir jetzt mal auf. Das ist erstmal wieder ein Fummelkram. So, nun haben wir das. Also die Heidi Swap Planner sind ja immer in so einer Plastikverpackung. So, gut, das kommt weg. Hier können wir noch mal sehen, wie die Divider aussehen. Na? Genau. So, und dann schauen wir ihn uns mal an. Also der ist wirklich toll. Und der fässt sich auch richtig gut an. Richtig schönes goldenes Glitzer. Und ganz weich. Also es ist nichts an den Händen. Das bleibt alles am Planner. Ne? So, dann öffnen wir ihn einmal. Von innen ist er weiß. Genau, jetzt mache ich ihn einmal auf. Die Einlagen waren damit bei. Na, jetzt muss ich, glaube ich, mal eine Schere nehmen. So. Und hier schneide ich auch einmal. So, mache ich das wieder zusammen. Also. So, also die sind immer super verpackt, die Planner. Da muss man erstmal 5 Minuten einplanen fürs Auspacken. So, gut, dann haben wir das. Die Folie kommt auch weg. Das lasse ich immer noch dran. Weil oft ist es ja so bei den Plannern, dass die Ringe hier in dem Inneren, im Inneren einen Abdruck machen. Also das lasse ich erstmal noch dran. Und da werde ich wohl mal demnächst, wenn ich Zeit habe, mit einigen schönen Papierresten solche Schutzeinlagen basteln. Ne? Dann sieht das auch wieder schöner aus. So, genau. Also, so sieht der Anfang aus. Einmal mit einem Dashboard und goldenem Print in durchsichtig. Und dann sieht man hier, für jeden Monat gibt es einen Divider. Genau, und dann kann man hier den Monat planen. Hier ist die Monatsübersicht. Und dann kommen wir zum undatierten Kalender. Ja, das zieht sich für den ganzen Januar durch. So. Und auf der letzten Seite gibt es einmal eine Top-10-Liste, was alles im Januar war und ein Feld für Highlights des Monats. Und hier noch so ein kleines kariertes Feld für Notizen. Genau, das ist dann der Divider für Februar. Die Einlagen sind immer gleich. Hier haben wir einen Divider für den März, auch sehr schön. Dann kommt der Divider für April. Dann kommt der Divider für Mai, Juni, teilweise mit Sprüchen und Goldfolierung. Hier haben wir den Juli. Dann kommt der August, der September, Oktober, November.
und der Dezember. Genau, das war's. Und ganz am Ende haben wir wieder einen tollen Today-Marker. Ich finde die immer so toll von Heidi's Fab, weil die hier so eine kleine Tasche haben. Da kann man auch nochmal wieder Sticky Notes oder ja, Paperclips hier ranmachen zur Deko. Genau. Und was ganz toll ist, wenn man das sieht, also die Ringe, die sind riesig. Wirklich groß. Also da passt richtig gut was rein. Ja. Also das hat sich gelohnt, die Suche. Nach diesem einmaligen Planner. Also der ist wirklich wunderbar. Ich mache ihn wieder zu. Na, der ist so voll gefüllt. So. Genau. Richtig schick. Ja. Also ihr könnt ja mal in den Kommentaren sagen, was ihr davon haltet. Wie ihr den Planner findet. Also ich finde ihn wunderschön. Ist ein richtiger Eyecatcher. Also, dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen inspirieren, was es alles für Planner gibt, für schöne Modelle und wie viel Spaß das natürlich auch macht, diese prachtvollen ja, Einzelstücke zu sammeln. Genau, also wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne den Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.